wie gesagt. Ebbe, wie geht's dir? Alles gut? War es Hand? Ja, er hat mich gefragt, ob es ein Handspiel war. Aber ihr habt ja schon ein bisschen länger, also sah zumindest aus, als ob ihr schon da so ein bisschen diskutiert habt. Ja, es war ja alles ein bisschen hektisch und verwirrend und laut auch, weil ja auch schon gejubelt wurde. Und ich habe ihm halt nur versucht zu erklären, dass es irgendwie beides war. Sowohl Kopf, ich glaube, das sieht man auch, dass ich auch mit dem Kopf dran bin, aber auch Oberarm. Ja, ich habe auch versucht, ich weiß gar nicht, ob ich es noch geschafft habe, ihm auch zu erklären, dass es nicht absichtliches Handspiel war. Ich glaube, das sieht man auch. Also ich gehe jetzt nicht so zum Ball mit der Hand oder mit dem Arm, mit der Intention, mit dem Arm über die Linie zu drücken. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so richtig durchgedrungen. Du bist zweimal gefragt worden, ne? Ich habe es noch nicht gesehen. Boah, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das war in dem Moment, war es auch sehr hektisch, war auch ein bisschen überrascht, weil ich ja auch schon gejubelt hatte und auf einmal steht er vor mir und dann kamen auch noch Berliner Spieler dazu. Also ich weiß gar nicht jetzt, wie so genau die Abfolge der Fragen oder die Worte waren. Keine Ahnung, ja. Weiß nicht mehr. Hast du den Ball mit der Stirn gewischt oder wie war das? Und wäre der reingegangen ohne Handkontakt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich weiß, ich bin mit dem Kopf auf jeden Fall dran. Ich glaube, danach geht er mir gegen den Oberarm. Ob er dann ohne Oberarm auch reingegangen ist, reingegangen wäre, ich weiß es wirklich nicht. Also das kann ich nicht beurteilen. Aber hattest du in dem Moment überhaupt eine Chance, also dir noch zu überlegen, scheiße, was sage ich jetzt? Sage ich jetzt irgendwie, wenn ich es nicht gesehen habe, selber schuld? Oder das möchte ich nicht sagen, weiß ich nicht mehr? Oder hattest du Zeit zu überlegen oder war es klar, dass du die Wahrheit gesagt hast? Ja, man macht sich schon Gedanken. Also wenn man sieht, der Schiedsrichter kommt, dann kann man sich ja schon denken, was er will. Da macht man sich schon ein bisschen Gedanken, aber das geht halt alles dann wirklich auch so schnell, dass ja in dem Augenblick ja, musst du dann auch entscheiden, was sagst du jetzt und wie sagst du es und wenn du was sagst, was wird daraus gemacht nachher? Wenn ich jetzt gesagt hätte, wäre kein Handspiel gewesen, dann würde ich hier sitzen und ihr würdet mich alle in der Luft zerreißen, wie unsportlich ich bin. Jetzt sitzt er hier und feiert mich wahrscheinlich noch. Ich habe halt einfach nur die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, es war beides, mach was draus. Ja, und er hat leider das draus gemacht, was ich nicht erhofft hatte. Die Reaktion der Berliner gab es schon gleich danach. Also ja, aber ehrlich gesagt hat mich das in dem Moment auch tierisch genervt. Also, dass dann auch noch Spieler kommen und sagen, ja, danke oder Respekt oder so. In dem Moment war ich einfach nur enttäuscht, weil es halt doch kein Tor war. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und da konnte ich auch die Sprüche in dem Moment auch nicht abhaben. Ich glaube, du hast einen Berliner sogar weggeschlagen. Wenn der Züge gekommen ist, der wollte... Weggeschlagen, sag mal. Das sah zumindest in den Bildern so aus. Ja, ich glaube, ich hab einen so ein bisschen weggeschubst, ja. Weil es, glaube ich, der dritte oder vierte war, der dann sagen wollte, ja, danke oder Respekt oder sonst was. Ja. Wie gesagt, hatte ich in dem Moment dann auch keinen Bock drauf, weil es halt einfach ein wichtiges Spiel war für uns. Ja. Aber nach dem Spiel hat sich der Schiri auch nochmal bedankt oder ist dir hingegangen und hat gesagt, hier, gut... Gute Aktion, oder? Ja, also soweit ich das weiß, hat er, glaube ich, noch Danke gesagt. Wir haben uns die Hand gegeben, was man ja eigentlich immer nach dem Spiel macht oder meistens nach dem Spiel macht. Aber wie gesagt, das kann ich auch nicht so bestätigen. Also ich glaube, er hat sich bedankt, aber ich bin mir auch nicht sicher, weil das war alles so ein bisschen verrückt und verwirrend und ein bisschen aufregend und halt in der letzten Minute Gott sei Dank noch das Tor gemacht. Deswegen habe ich das auch gar nicht so richtig mehr mitgekriegt. Wie ist das so bis zur letzten Minute, wenn du dann nochmal so überlegst, jetzt steht es auf 1-1, denkt man sich dann, scheiße, was habe ich denn da eben gesagt? Nee, während des Spiels habe ich da jetzt nicht großartig drüber nachgedacht. Klar, nach dem Spiel denkt man schon, Mann, wenn du jetzt nur 1-1 gespielt hättest, wären wir 4 Punkte, glaube ich, hinter Düsseldorf gewesen. Das wäre schon relativ entscheidend gewesen. Deswegen bin ich Finn sehr dankbar, dass er den Ball noch so herrlich gemacht hat. Wie gesagt, also im Spiel überhaupt nicht. Nach dem Spiel war ich schon sehr, sehr glücklich, dass wir doch noch gewonnen haben. Du hast gestern gesagt, du bist dafür, dass man diese Regel abschafft. Ja, ja, ist ja absolut nachvollziehbar, weil ich glaube, mit dir hätte keiner tauschen wollen mit deiner Rolle. Also im ersten Moment habe ich es gesagt, eigentlich auch Scherz. Jetzt im Nachhinein ist mir auch erstmal bewusst geworden, wie scheiße es eigentlich war. Ich will dem Schiri keinen Vorwurf machen. Wenn da 4 Berliner auf ihn zustimmen und sagen, frag nach, ja. Was soll er machen? Im Nachhinein ist es trotzdem schon eine Scheißsituation, auch ein bisschen unglücklich, weil ich wäre eigentlich nur der Verlierer gewesen, egal was ich gesagt hätte. Wie gesagt, Gott sei Dank haben wir noch das 2-1 gemacht. Das hat die Sache noch gerettet. Wenn wir jetzt 1-1 gespielt hätten, hätten mich alle für den Depp der Nation gehalten. Warum sagt er das? Geht um so viel. Geht um Aufstieg in die erste Liga, geht um so viel Geld. Deswegen, ich bin heilfroh, dass wir das Ding gewonnen haben und alles andere ist im Prinzip jetzt auch egal. Bist du denn heute Morgen empfangen worden? Bist du geflaxt worden? Bist du begrüßt worden von den Kollegen?
kommt diese Szene auch. Ja, da ihr Schreiberlinge ja dann auch immer direkt immer so eine Story draus macht, kommen da natürlich Sprüche. Und ich glaube, die Überschrift aus der Morgenpost wurde mir heute, glaube ich, sie mal in den Kopf geschmissen. Ja, ist ja klar, dass man damit geflaxt wird. Vor allem, weil wir auch noch gewonnen haben, dann kann man da ein bisschen bessere Späße drüber machen. Aber ist okay. Ich verarsche die Jungs ja auch oft genug. Stefan auch noch gestern gesagt, also auch abgesehen von dem Ding jetzt gestern, du, egal ob erste oder zweite Liga, du bleibst auf jeden Fall noch ein Jahr. Ach, hat er das gesagt? Hat er nach dem Spiel im Überschwang der Gefühle gesagt? Ja, vielleicht war er wirklich im Überschwang der Gefühle. Keine Ahnung, ich habe noch nichts unterschrieben. Wir quatschen noch. Okay, gibt's noch was? Das war's. Entlassen. Danke. Fantastisch. Einen schönen Tag noch.